So, und da haben wir auch den Lito schon gleich wieder hier nach seinem super nicen Dark Souls Run. Remastered, muss man sagen. Soweit ich weiß, wird ja eigentlich Dark Souls gerne im Original gerannt. Ja, richtig. Was ist eigentlich der Grund dafür? Ich glaube, weil die Dark Souls Community ein bisschen mehr Glitch-Fanat ist. Mhm. Also die meisten Runner treiben sich halt in den Glitch-Kategorien rum. Und die Glitches sind halt irgendwie in der Prepare to Die Edition, in der Originalversion, besser als im Remastered. Mhm. Im Remastered gibt es auch die Glitch-Kategorien, die sind auch nicht unbeliebt, sag ich mal. Aber viele sind halt noch so auf dem alten hängen geblieben, sag ich mal. Das ist ja oft so bei so Neuauflagen, dass dann die eingefleischten Fans bleiben dann doch beim Original und beim Remastered kommt halt so viel dazu. Die Glitchless-Kategorie kam ja erst mit dem Remastered dazu, weil bestimmte Sachen erst möglich waren. Ja. Hm. Dann aber auch eigentlich eher nur so in der PC-Version, oder? Ja, also die meisten runnen auf PC. Konsole ist ein bisschen doof, weil du kannst halt nicht so gut practicen. Es gibt Practice-Tools, womit du dich zum Beispiel unsterblich machen kannst, damit du halt überhaupt mal die Bosse lernen kannst, das Pattern der Bosse lernen kannst und so. Auf jeden Fall deutlich, deutlich praktischer auf dem PC. Ja. Also ich muss ja gestehen, ich bin ja auch ein Dark Souls-Liebhaber, beziehungsweise generell diese ganzen Souls-like-Games. Und Dark Souls war auch sozusagen das letzte Spiel, was ich bei mir so casual aber gespielt habe. Und ich habe da so ein paar Problemstellen gehabt. Und ich als Nicht-Speedrunner muss sagen, ich gucke mir da gerne Speedruns an, um mir da so ein paar Tricks und Kniffe abzugucken, aber es gab einen Bossgegner, bei dem wollte es partout nicht funktionieren. Und das war der Iron Golem. Okay, Der wollte einfach nicht fallen. Ja, der muss halt richtig zu dem Abgrund stehen, damit er da auch runterfällt. Aber ja, tatsächlich, so wie das Setup da eben gelaufen ist im Speedrun, du läufst einfach an seinem Fuß entlang, regenerierst ein bisschen Stamina, dann machst du eine R2 in seine Fersen, dann fängt er an zu taumeln. Also das klappt eigentlich immer, das ist ziemlich scripted. Ist ein bisschen Übungssache. Also einfach mal mit einem Save-File oder so einfach mal ein paar Mal üben und dann wird es, denke ich, relativ schnell klappen. Wenn ich es nochmal machen sollte, ich habe es ja im Livestream gemacht, wenn ich es nochmal im Livestream machen sollte, dann 5 Wochen Zeit nehmen. Ansonsten habe ich halt noch als Hassboss Ornstein und Smaug. Ja, tatsächlich ist Ornstein und Smaug im Speedrun auch so die erste Wall gewesen, wo man erstmal vorbeikommen musste, wo immer Reset nach Reset nach Reset kam, beziehungsweise am Anfang resettet man ja nicht direkt nach einem Tod, was ja eigentlich relativ unüblich ist für so einen Speedrun. Mhm. Aber um überhaupt irgendwann mal Runs durchzukriegen, vor allem past ONS, forst man das dann halt einfach und man versucht es immer und immer wieder und irgendwann kommt man so ein bisschen rein. Es gibt so ein paar Sachen, die man ausnutzen kann, wie zum Beispiel, wie ich vorhin erklärt habe, dass man die Cutscene, dass man diesen Quit-Out vorher macht, damit er nicht diesen Glitch-Charge macht. Ja. Und wie man gesehen hat, mit Red Tearstone Ring und der Black Knight Halberd plus 2, das sind 3 Schläge und ist Ornst sein Tod. Also wenn man schnell genug ist, dann braucht man sich gar nicht mit beiden befassen gleichzeitig. Ja, der Red Tearstone Ring ist sowieso legendär. Also unter Speedrunnern wahrscheinlich, gerade so bei Dark Souls, der meist bekannteste Gegenstand. Definitiv. Also in Dark Souls 2 wird er auch viel genutzt. In Dark Souls 3 glaube ich ein bisschen weniger, weil die sind halt, wie gesagt, dann nicht mehr so stark wie in Dark Souls 1. In Dark Souls 1, wie gesagt, das macht einen riesen Unterschied, ob man den verwendet oder nicht. Findest du eigentlich, dass Dark Souls 1 jetzt ein guter Speedrun für einen Anfänger wäre? Das war mein erster Speedrun. Also das ist tatsächlich meiner Meinung nach, wenn man das Spiel gerne hat und auch so einfach mal so ein paar Casual Runs gemacht hat, was weiß ich, mal einen anderen Bild oder sowas ausprobiert, vielleicht so 2-3 Mal durchgespielt hat, ist es ein sehr guter Anfänger-Run, meiner Meinung nach. Also klar ist ein bisschen Frust drin, aber so auf eine halbwegs okaye Zeit, ich sag mal so unter eine Stunde 20, unter eine Stunde 10 Ingame-Time, kommt man relativ schnell, ja. Ja, das ist natürlich mega nice. Ich hatte auch schon überlegt gehabt, ob ich das mal anfangen sollte, aber dann habe ich mir doch so gedacht, ja, vielleicht doch eher Minesweeper. So Minesweeper Speedrun wäre ja auch mal was, oder? So, ich glaube 2 Minuten. Ich wollte gerade sagen, es ist sehr viel RNG eigentlich. Ja. Also, so ein Zufallsding bei Minesweeper. Gibt es eigentlich noch andere Souls-like Games, die du gerne speedrunst? Also ich habe jetzt vor kurzem erst mit Bloodborne angefangen. Mhm. Ansonsten war ich sehr viel auf Dark Souls 1 bzw. Dark Souls Remaster. Da habe ich auch viel No-Hit-Runs gemacht, No-Hit-Speedruns. Ja. Und jetzt aktuell lerne ich Bloodborne und ich muss sagen, Bloodborne macht auch richtig viel Spaß. Also das Kampfsystem ist super geil, kann man halt nicht von der Hand weisen, dass Dark Souls 1 ein bisschen clunky geworden ist jetzt so mit der Zeit. Das hat ein bisschen an Glanz verloren, aber
Bloodborne ist auch ein super, super Speedrun. Also. Bloodborne war actually das erste Souls-like-Game, was ich gespielt habe. Mhm. Sind viele mit eingestiegen. Und auch durchgespielt habe. Weil das Setting so originell ist, sind viele damit eingestiegen. Es ist super. Ja. Vor allem halt dieses ganze, ich nenne es mal Cosmic Horror-Theme, ist mega nice. Ja. Also ich kann es auch nur empfehlen, so ein Bloodborne sich mal anzuschauen. Ansonsten habe ich gehört, dass für Einsteiger bei Souls-Games auch Dark Souls 3 sehr gut sein soll. Oh, weiß ich jetzt nicht. Also ich persönlich, ich bin von Dark Souls 1 auf Dark Souls 2 auf Dark Souls 3 klassisch. Und das war, als ich Dark Souls 3 das erste Mal gespielt habe, ein sehr einschneidendes Erlebnis, weil die Geschwindigkeit ist halt das Doppelte gefühlt. Mhm. Also die Bossfights sind deutlich schneller, das Kampfsystem ist deutlich schneller. Es ist ja die Bloodborne-Engine. Ja. Und also ich glaube tatsächlich, das beste Souls-Einsteigerspiel aktuell ist Elden Ring. Weil durch die Open World einiges an alternativen Routen möglich ist. Also ja. Man struggelt irgendwo, weil man irgendwie einen Boss nicht hinkriegt oder so. Und dann kann man halt irgendwo anders sich umgucken und da vielleicht ein bisschen aufleveln und dann kommt man wieder zurück zu dem Boss und dann schafft man ihn. So, das ist sehr einsteigerfreundlich, finde ich. Ja, Elden Ring war wahrscheinlich für viele Souls-Fans ein ganz interessantes Ding, weil man dort springen konnte. Und ich habe es ja auch gespielt. Ich habe es auch durchgespielt. Wollte auch so ein paar Glitches ausprobieren. Und dann habe ich aber immer nur Guides gefunden von Versionen, die schon gepatcht waren. Ah, ja. da habe ich mich immer geärgert, weil ich da nicht drauf geachtet hatte, ja. Dass das schon rausgepatcht war. Und dann dachte ich mal, ich bin zu dumm dafür. Aber ich habe schon gesagt, wenn ich mal einen Speedrun probieren will, dann will ich mal Dark Souls 1 also, ausprobieren. Also, wenn du möchtest, ich habe tatsächlich einen Einsteiger-Guide für diese Kategorie. Ist halt nicht glitched, aber ist für mich persönlich immer noch ein cooler Run, weil man vor allem viel vom Spiel sieht und viel vom Spiel lernt. Alternativ No Wrong Warp ist auch eine coole Kategorie, wo man sich halt nicht zum Endboss Wrong Warp, sondern noch die ganzen Lord Souls machen muss. Da sieht man auch eine Menge vom Spiel. Aber ja, ich habe einen Guide auf meinem YouTube-Kanal, wenn du gerne mal was lernen möchtest oder generell Fragen hast, gerne auf mich zukommen. Wo du gerade den YouTube-Kanal erwähnst, wo finden wir dich denn? Auf YouTube, Twitch, Twitter, eigentlich überall, wo Gamer sonst so sind und Streamer. Ja, aber überwiegend auf Twitch, also ich streame mittwochs und sonntags auf Twitch fix und ansonsten immer spontane Streams unter der Woche oder auch am Wochenende, wenn ich Zeit habe halt. Ja, aktuell Bloodborne Speedruns am Lernen und nach Bloodborne werde ich wahrscheinlich die Community entscheiden lassen, was ich als nächstes lerne. Ich mache nämlich aktuell so eine Challenge, dass ich in jedem FromSoft-Spiel, was mir übrig ist, noch einen Speedrun lerne. Mhm. Und ja, da bin ich aktuell bei Bloodborne nach einem Monat schon bei 41 Minuten, also das ist schon sehr gut. Ja, ich habe das Gefühl, dass ich auch so ein bisschen Transferleistung von Dark Souls mitnehme tatsächlich. Ja, klar, ja. Klar. Also wisst ihr Bescheid, ne? Wenn ihr ihn auschecken wollt, gern die Socials und dann wisst ihr auch ganz genau, wie das Ganze funktioniert, wie der Hase läuft. Super, dann danke ich dir auf jeden Fall. Vielen Dank, dass du hier bist. Und wünsche dir noch viel Spaß hier. Vielen Dank, ebenso.